Castrop ist, glaube ich, im Moment der Prototyp, den wir haben, der viele Dinge in sich vereint. Geschwindigkeit, Aggressivität, Übersicht, der es einfach läuferisch auch kann. Ja, und das ist mit Sicherheit einer der herausragenden Spieler, den wir hier in der Vorrunde gesehen haben. Ich wundert dich das wirklich? Das hätte ich dir schon vor einem halben Jahr sagen können, wie das alles ausgeht. Also ich meine, es ist ja nichts einfacher zu lesen als das, was einige Gruppierungen davor haben. Und ne, das ist jetzt leider, und das ist das Einzige, was diesen Verein noch aufhalten kann, sich weiterzuentwickeln. Und da müssen wir ganz klipp und klar sagen, herzlichen Glückwunsch, sollen so weitermachen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Profis, die nichts anderes machen, dürfen oder müssen, ich sage jetzt aber eher dürfen, als Fußball zu spielen, 17 Spiele und ein, zwei Pokalspiele, dann hast du einen großen Kader, wo er auch durchgemixt worden ist. Also das kann eigentlich nicht sein. Wie der das erste halbe Jahr seine 6 Tore, wie der im Strafraum, wie der geknipst hat. Ja, da hast du gedacht, okay, den kannst du auch mal in, der wird, was ist der in ein, zwei Jahren wert? Ja, das, ich sage jetzt nicht, dass das bei den anderen, dass die jetzt in eine Delle reinfallen, aber es auszuschließen ist es auch nicht. Club-Talk-Zeit auf CFTV, liebe Clubfreunde. Willkommen zurück und willkommen zurück, Martin Driller hier bei uns im Club-Talk. Der Martin hat sich so ein bisschen eine Auszeit genommen und ist jetzt rechtzeitig zum Jahresende wieder hier mit dabei. Und auch willkommen unser Chris Biechele vom Kicker Sportmagazin, beide hier gleich online zugeschaltet zur Situation des ersten FC Nürnberg. Und ja, wie man hört, die Mannschaft ist platt, also die Winterpause kommt scheinbar genau zum richtigen Zeitpunkt, wobei, wenn man ganz ehrlich ist, mit 18, 19, 20 Jahren zur Winterpause schon die Luft raus, da muss man schon mal nachfragen dürfen, was ist da los? Und da frage ich gleich, wie gesagt, unseren Martin und unseren Chris. Bin gespannt, welche Meinung die beiden dazu haben und würde sagen, lasst uns starten, der Clubtalk wie immer präsentiert von unserem Partner Kulmbacher. Servus Martin, servus Chris. Guten Hallo, Tag. Hallo, servus. Die alljährige Auszeit, Martin, die du dir fürs Oktoberfest gönnst, hast du dir auch dieses Jahr gegönnt? Hat ein bisschen länger gedauert, bis du wieder hier bei uns im Club Talk aufgeschlagen bist? Bist du wieder fit für unsere Sendung oder was war da genau los? Ja, ich hatte schwere Nachwehen nach dem Oktoberfest und musste erstmal Pause machen. Nein, manchmal hat man ja auch weniger Zeit und bin jetzt wieder froh, dabei zu sein. Ja, Martin, prima auf jeden Fall, dass du wieder hier mit dabei bist und du bist ein wichtiger Bestandteil dieser Sendung und das hat man auch in den Kommentaren lesen können. Immer wieder wurde gefragt, wo ist denn der Martin? Und ja, ihr seht's, Martin ist unversehrt zurück und mit seiner Expertise bei uns natürlich immer sehr, sehr gern gesehen im Club Talk. Aber auch unser Chris Biechele hat das super in der Zeit überbrückt und immer für uns da und immer den Finger an der richtigen Stelle, wenn es um den ersten FC Nürnberg geht. Und ja, wie gesagt, sind wir froh, dass beide hier zur Verfügung stehen. An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank und gleich die erste Frage an den Chris. Chris, der Club, wie man hört, geht auf dem Zahnfleisch. Die letzten Körner bei den jungen Spielern sind scheinbar verbraucht. Also die Winterpause kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Zumindest Hübner, soweit ich das in Erinnerung habe, hat da ein Statement nach der Hinrunde abgegeben. Das hat mich schon so ein bisschen verwundert, eigentlich mehr geärgert als die Niederlage. Kann das sein, dass junge Spieler, gerade mal 18, 19, 20 Jahre alt, zum Ende der Hinrunde schon auf dem Zahnfleisch gehen? Das ist für mich so ein bisschen, ja, wie gesagt, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wie siehst du es? Ja, bin ich bei dir, wundert mich jetzt auch. Also gut, dass vielleicht jetzt mal ein Spieler wie ein Brown, die tatsächlich von der U21 oder wie sie jetzt U23 heißt, dieser Sprung in den Seniorenbereich, in den richtigen Seniorenbereich, U23 ist ja auch Seniorenbereich, aber in den Profibereich, ist körperlich natürlich schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und dass du dann irgendwann mal schon was spürst, ist klar, aber es gibt ja diese berühmte Trainingssteuerung. Und ich meine, er hat ja nicht nur die jungen Spieler, sondern dass einige Spieler oder viele Spieler, und das kann eigentlich, ja, wundert mich auch. Also
Profis, die nichts anderes machen dürfen oder müssen, ich sage jetzt aber eher dürfen, als Fußball zu spielen, 17 Spiele und ein, zwei Pokalspiele, dann hast du einen großen Kader, wo er auch durchgemixt worden ist. Also das kann eigentlich nicht sein. Verstehe ich nicht, aber ja. Martin, deine Profizeit ist ja schon ein bisschen vorbei beim Club, beim BVB, St. Pauli, Ingolstadt und wo du nicht überall gespielt hast. Also weißt natürlich, was da passiert auf dem Platz, vor allem was mit so einem Spieler passiert. Meine Frage ist, kannst du das nachvollziehen, dass die Spieler beim 1. FC Nürnberg, die jungen Wilden des 1. FC Nürnberg, auf die die Hoffnung ja liegt, dass der Club endlich wieder so ein bisschen für Furore sorgt und so nach und nach den Club wieder aus der zweiten Liga hievt in die erste rauf. Also da sind alle Hoffnungen der Clubfans ja auf das junge Team gerichtet. Und dann hört man, dass zur Winterpause die Mannschaft platt ist, die Jungspieler platt sind, auf den letzten Rillepfeifen. Kannst du das nachvollziehen? Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Deswegen, ich hätte da auch dann gleich so ein bisschen reingegrätscht beim Chris. Das ist wirklich eine absolute Umstellung. Ich kann mich an meine jungen Jahre erinnern. Bei mir ging das dann nicht ganz so gut aus. Ich habe mir vor dem letzten Spiel, als ich mit 19 nach Dortmund gekommen bin, vor dem letzten Spiel morgens beim Warmmachen einen dreifachen Bänderriss da aus Schwäche geholt. Ich war fix und fertig, habe in der Hinrunde sehr viele Spiele als 19-Jähriger gemacht in Dortmund und ich war platt. Es ist einfach ein wahnsinniger Unterschied, aus dem Jugendbereich oder aus dem Amateurbereich dann in den Erwachsenenfußball zu kommen, wo man tagtäglich im Training kriegt man keine Entlastung, weil man dann trotzdem Männersport hat und keinen Jugendsport mehr. Und das ist ein Riesenunterschied. Das muss man vielleicht selber erst mal erlebt haben, was das für ein Unterschied ist. Und deshalb war ich froh, dass die Mannschaft wirklich noch 3 Punkte in Elversberg geholt hat und damit eine sensationelle Hinserie gespielt hat. Ich bin ja bekanntlich ein großer Befürworter dieses Jugendforsch beim 1. FC Nürnberg und diejenigen, die den Club Talk regelmäßig verfolgen, die wissen, da kommt von mir schon immer das ein oder andere kritische Wort bezüglich der älteren Spieler des 1. FC Nürnberg. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass hier nur noch die Jungen rankommen und so nach und nach einfach so ein Generationswechsel beim 1. FC Nürnberg stattfindet und wenn es nach meinem Dafürhalten geht, auch relativ schnell und ihr beide und auch andere Experten hier bei uns im Club Talk haben immer so ein bisschen gewarnt und haben den Finger gehoben und haben gesagt, du, die alten, in Anführungsstrichen, alten Spieler, die werden noch gebraucht und werden noch ganz, ganz wichtig für den 1. FC Nürnberg sein. Ist das jetzt so diese Bestätigung, dass die Jungen das noch nicht alleine wuppen können, dass ältere Spieler wie zum Beispiel Geis, der ein super Spiel gemacht hat, es wird ja gemutmaßt, es war sein letztes Spiel für den 1. FC Nürnberg, aber das wird die Zukunft zeigen. Aber sind solche Spieler denn tatsächlich noch so wichtig und zeichnet sich das gerade beim 1. FC Nürnberg ab? Bevor ich auf das antworte, noch was was auch der Martin gesagt hat. Ich sage ja auch, natürlich, das ist mir schon bewusst, habe ich auch erlebt, dass du als Jugendspieler, wenn du dann wirklich in den Seniorenbereich gehst, dass das eine ganz andere Nummer ist. Bloß ich finde jetzt wieder so zu sagen, oh, die sind alle kaputt. Er hat ja nicht die jungen Spieler angesprochen, weil muss man ja sagen, denn am Samstag aufgelaufen, das war ein Brown. Und war der Brown jetzt. Hat er jetzt müder gewirkt oder kaputter gewirkt als irgendein anderer? Also, das sind ja alles gestandene Profis. Wie gesagt, ich bin jetzt da wieder nur was mich ja oft beim Club so ein bisschen mal stört, ist immer so diese, ja, man findet immer nur, da wird alles schön geredet, man findet da einen Grund und dort einen Grund, weil die Mannschaft, die am Samstag auf dem Platz gestanden ist, bis auf Brown, hat dieses Problem, diese Umstellung auf den absoluten Profibereich hat sie nicht gehabt. Und da kann man nicht sagen, die waren jetzt müde, die waren genauso müde wie beim HSV. Und in einem Punkt, Martin, würde ich dir widersprechen, dass der Club sich nichts ausgerechnet hat und deswegen den Geis reingestellt hat. Weil der Geis hat, muss nur mal kurz ausführen, Flick in den vergangenen Wochen wirklich schwach, also außer Form, hat unheimlich viel Fehler gemacht. Und Geis war ja auch für dieses Spiel, die wussten, der HSV läuft brutal hoch an. Und der HSV, das muss man auch sagen, ich war echt teilweise entsetzt,
wie die teilweise Fußball gespielt haben, also von der taktischen Ausrichtung. Das war ja der Kollege von mir, der hat schon immer am Anfang immer geschrieben, so steigt der HSV nie auf. Jetzt habe ich es das erste Mal jetzt live gesehen beim HSV. Die sind ja, was die Defensivleistung anbelangt, das war ja vogelwild, was die da gemacht haben. Und da war natürlich der Geis mit seinem weiten Ball, der auch immer meistens gut kommt, seine Diagonalbälle über 30, 40 Meter, da waren ja plötzlich, hat der Club ja dann immer Überzahl oder mindestens 3 gegen 3, 4 gegen 4, weil die hatten überhaupt keine Staffelung. Also ich glaube, das war schon ganz bewusst gewählt, die Stärke vom Geis da zu nutzen. Und das haben wir ja schon immer gesagt, Geis, rechter Fuß, Spielaufbau, ganz klasse. Und er hat, fand ich auch jetzt, er war aber auch in der Defensive. Also war das sehr ordentlich. Also er hat ein, zwei so die typischen Sachen gehabt, wo ich sage, wieso greift er jetzt da an der Mittellinie an und hechelt, muss dann dem hinterher hecheln. Aber er hat den einmal gegen Klatzel super geklärt und hat die 6 vor allem relativ gut gehalten und hat damit auch viele Bälle abgefangen. Also ich fand ihn in der Defensive auch richtig ordentlich. Und sein Spielaufbau, also für mich war es der auffälligste Spieler am Samstag auf dem Platz. Und ich glaube schon, dass das ganz bewusst gewählt worden ist und nicht nur, um ihn ins Schaufenster zu stellen. Und eins muss man sagen, wenn man jetzt Geis so gesehen hat, und sich überlegt, wie Flick zuletzt gespielt hat. Ist auch noch ein junger Spieler, wenn der mal ein Tief hat. Also ob du dann wirklich auf der 6, du hast ja dann auch kaum, auf anderen Positionen der Club 6, 7 Spieler. Wenn du Geis abgibst, hast du auf der 6, hast du einen Flick und hast den Ali Lu noch, der tatsächlich ja auch von unten rauskommt. Gut, Castro kann es auch noch spielen, aber der interpretiert es natürlich auch komplett anders. Ja, ja, nein, Chris, du hast damit absolut recht. Wie gesagt, dass Geis Qualitäten hat, wenn er tief stehen kann und da kann er auch verteidigen. Wir wissen, dass er läuferische Probleme hat, dass er ein ordentlicher und guter Fußballer ist. Das wissen wir alle, dass er einen guten rechten Fuß hat. Aber es war halt immer das Läuferische. Gegen HSV hat man ein bisschen tiefer gestanden und dann konnte er natürlich seine langen Bälle spielen. Steht dann auch dementsprechend tiefer. Natürlich, und wie gesagt, Castrop ist, glaube ich, im Moment der Prototyp, den wir haben, der viele Dinge in sich vereint. Geschwindigkeit, Aggressivität, Übersicht. Der es einfach läuferisch auch kann. Ja, und das ist mit Sicherheit einer der herausragenden Spieler, den wir hier in der Vorrunde gesehen haben. Und ich denke, dass das, wie gesagt, in der neuen Saison oder im neuen Jahr, dass da wieder mit neuer Power wieder die Punkte geholt werden und dass wir diese Saison etwas ruhiger zum Ende hinkommen und ohne den Abstiegsdruck haben. Ein Jens Castrop hat gefehlt gegen den HSV, verletzungsbedingt, Chris, und in den letzten Wochen hat sich es dann doch abgezeichnet. Eigentlich die Spiele ohne Castrop gingen ja regelmäßig verloren. Gegen Elversberg, der Martin hat es gerade angesprochen, war Castrop auf dem Platz, da hast du wieder gewonnen. Ist Castrop wirklich so wichtig für die Mannschaft des 1. FC Nürnberg? Ja, sehr wichtiger Spieler, da sind wir uns ja auch schon mal einig gewesen, was ja auch der Trainer immer sagt, ne, mit seiner Aggressivität, auch mit seinem teilweise unorthodoxen Spiel, dass er der sofort wieder in Attacke geht, der auch mal in Zweikämpfe reinspringt, man einen entscheidenden Ball gewinnt und ja, man sagt immer so, der aggressive Leader dieser Mannschaft und das ist er halt einfach und der Fehler hat natürlich gefehlt. Aber wer auch sehr gefehlt hat, finde ich, das wäre ein super Spiel für ihn gewesen, war für Usun. Weil diese Deckung, die der HSV hatte mit den großen Abständen, das wäre für ihn wie gemacht gewesen. Aber gut, war halt verletzt, ging eben nicht. Eine Frage an euch beide. Ihr seid die Experten. Martin, bist informiert in der 2. Fußball-Bundesliga und der Christen sowieso durch den Kicker. Wie ist denn das Altersgefüge vom HSV im Vergleich zum 1. FC Nürnberg? Es sind jetzt auch keine alten, extrem alten, die da auf dem Platz sind, oder? Nein, die haben, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Aber trotz alledem glaube ich, dass da, die haben natürlich von der Qualität nach Namen her den wesentlich besseren Kader. Aber die musst du auch erstmal alle unter einen Hut bekommen. Aber hat es was, aber das hat doch relativ wenig mit der Kondition zu tun, die dem 1. FC Nürnberg gefehlt hat, oder?
den Namen. Nein, ich weiß auch nicht, ob dem 1. FC Nürnberg die Kondition gefehlt hat bei dem Spiel. Wie gesagt, ich glaube, dass es sehr aufwendig ist zu spielen, so wie der Club spielt. Und wie gesagt, ich bin mit dieser Halbserie sensationell zufrieden. Viele junge Spieler eingebaut, viel Power, viel mehr nach vorne zu spielen, vorne anzugreifen. Also mir hat die Halbserie sehr viel Spaß gemacht und ja, das ist auf jeden Fall eine Steigerung zu den letzten 3-4 Jahren. Also sensationell, würde ich sagen, weil man muss ja auch sagen, vieles von dem, was würde ich auch sofort unterstreichen, was der Martin gesagt hat. Jetzt gehen wir mal weg, nur von uns, die sogenannten, die jetzt das beurteilen. Es gibt einen Souverän, der viel aussagt, und das sind die Zuschauer. Und der Club hat seine Zuschauererwartung deutlich übertroffen. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft bei den Fans oder in Nürnberg und Umgebung gut ankommt und dass es Spaß macht, denen zuzuschauen. Die letzten 4 Spiele waren eben nicht so gut, wobei HSV, sag ich mal, für den Zuschauer sehr, sehr unterhaltsam war. Es war ein Spiel, ein wildes Spiel, ging hin und her mit vielen Torraumszenen. Und der Club, ich glaube auch nicht, dass das am Schluss, deswegen wundert mich diese Aussage, das war jetzt kein konditionelles Problem letztendlich. Der HSV hat in der zweiten Hälfte einfach nochmal, fand ich jetzt, noch ein bisschen mehr nach vorne gemacht. Und der Club hat halt hinten den einen Fehler mehr gemacht. Und wenn wir Hübner ansprechen, der hat dann zwar an dem Samstag gesagt, es ist ganz schwer zu verteidigen, sehe ich auch anders. Es ist eine klassische Situation, wo du als Trainer immer sagst, pass auf, in der Innenverteidigung orientiere dich an deinem Mann und nicht auch schau nicht auf den Ball da außen. Dann natürlich ist er nicht mehr zu verteidigen. Also ich sage, jetzt sind wir wieder bei wenn hätte, lass Hübner 2 Zentimeter weiter, 3 Zentimeter weiter hinten stehen und erklärt den Kopfball, dann geht das Spiel 0-0 aus. Also ja, das war ein Spiel auf Augenhöhe, wo dann der Club dann den entscheidenden Fehler gemacht hat und hat natürlich, wie es der Glatzel dann gemacht hat, war natürlich schon, ja, ist der beste Stürmer für mich in der zweiten Liga mit Abstand. Wenn du siehst, so, aber auch der hat in der ersten Hälfte den einen Ball, wo er drüber säbelt, ne, wo du sagst, oh, boah, was, also, und der Club hatte halt natürlich auch in der ersten Hälfte ähnliche Situationen, wo Hashi dann den Ball einfach auch nochmal stoppen kann, vielleicht, aber direkt nimmt und halt geht knapp drüber. Ja, das sind halt dann so die kleinen Unterschiede. Aber man muss trotzdem ja immer sagen, okay, was hat der HSV vor und was hat der Club vor? Und dann muss man sich auch die Kader an sich anschauen, auch den Aufwand, den finanziellen Aufwand. Ja, da muss man sagen, okay, das war dann letztendlich, hätte der Club ein Remis verdient, aber gehabt. Aber irgendwo muss ich ja denn diese deutlich höhere Summe, die man ausgibt, diese Qualität, die hat sich halt dann in dieser einen Szene auch praktisch Bahn gebrochen und hat dann eben zum 1-0 geführt. Martin, was auffällt, ist, dass der Club gegen die Top-Mannschaften in der zweiten Fußball-Bundesliga eigentlich nichts anderes als ein Punktelieferant ist, das muss man so sagen. Entfernt sich der 1. FC Nürnberg durch die zunehmende Zeit, die er in der zweiten Fußball-Bundesliga verbringt, immer mehr von der Tabellenspitze und wird mehr oder weniger so Mittelmaß in der zweiten Fußball-Bundesliga, denn die Underdogs, die dann in der zweiten Fußball-Bundesliga auflaufen, sind ja auch keine Laufkundschaft, also die Liga wird immer stärker und beim Club hat man so das Gefühl, für die Top-Mannschaften reicht es nicht, da werden regelmäßig die Punkte verschenkt und auch die vermeintlich kleineren Mannschaften punkten gegen den 1. FC Nürnberg. Also sind wir mittlerweile angekommen in der zweiten Fußball-Bundesliga und sind da Mittelmaß und brauchen gar nicht mehr nach oben schauen. Jetzt nicht bezogen auf die aktuelle Saison, sondern so grundsätzlich ist das Ziel für den Club, in die erste Liga irgendwann mal wieder aufzusteigen, in weite Ferne gerückt? Nee, das sehe ich ein bisschen anders. Man sieht daran natürlich, dass diese Liga sehr, sehr ausgeglichen ist, mit ganz kleinen Nuancen und mit einer, wo dann die Tagesform entscheidet, ob das Spiel gewonnen wird oder nicht. Ich denke, wir haben den Tabellenführer geschlagen mit Kiel. In Kiel haben wir geschlagen. Wir haben Düsseldorf geschlagen, die oben stehen. Natürlich haben wir gegen den HSV jetzt verloren. Wir haben gegen St. Pauli eine Packung bekommen.
Aber ich glaube nicht, dass wir oben mehr Punkte gelassen haben als unten. Ich glaube, dass wir gut durchschnittlich gepunktet haben und an guten Tagen haben wir die von oben auch schlagen können und an normalen oder schlechteren Tagen haben wir halt eine Packung von einer erwachsenen Mannschaft bekommen, die einfach abgezockt gespielt haben. Ich glaube nicht, dass das der Unterschied ist von Zweiklassengesellschaft der zweiten Liga. Ich glaube, wir können überall Punkte holen. Entscheidend ist nur, wie wir uns weiterentwickeln werden jetzt in dem nächsten Jahr. Wir wissen, dass wir sehr wahrscheinlich Brownie verlieren werden nach Frankfurt. Uson ist eine Frage, werden wir Castrop halten können? Jetzt, das sind jetzt schon wieder Themen, die im Sommer auf uns zukommen. Und da hat Hecking jetzt schon sehr viel Arbeit, glaube ich. Chris, gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Weil der Martin spricht es ja gerade an und es wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen mit Brown, Usun und ja, Castrop, der jetzt im Moment vielleicht nicht unbedingt im Gespräch ist, aber er sagt es ja gerade selbst, eigentlich der wichtigste Spieler im Moment mit beim ersten FC Nürnberg, wenn man das mal so sagen darf, wirst du ganz, ganz schwer halten mit den klammen Kassen, die der Club ja jedes Jahr hat. Also Kohle immer wieder. Mal schauen, wo die herkommt. Also Spieler verkaufen, Spieler ausbilden, ganz klar. Der Club definiert sich ja selbst als Ausbildungsverein. Wie soll denn daran vorankommen beim Club irgendwann mal stattfinden, wenn die so ein bisschen die Ausnahme machen und mit dem Ball ein bisschen mehr können wie die anderen, dann nach einem halben Jahr, dann nach einem Jahr den Club wieder verlassen müssen? Auch wenn Kohle reinkommt, trotz alledem. Ist das ja, kann das ja auch nicht der Weg sein, dass der Club irgendwann mal vielleicht wieder an die erste Liga anklopft? Es ist natürlich immer ein Problem in der zweiten Liga, dass du, wenn du junge und so gute Spieler entwickelst wie der Club derzeit, dass die dann immer begehrt sind. Und es ist einfach die Kluft zwischen erster und zweiter Liga, auch was so die finanziellen Möglichkeiten, das Gehalt anbelangt und auch dann, ja, die natürlich kommt dann auch die sportliche Komponente dazu. Kann man ja auch keinem jungen Spieler verdenken, wenn ich sage, ich kann jetzt dann in der ersten Liga spielen nochmal. Also, aber das passiert anderen Vereinen auch. Und dann musst du halt die passende Antwort parat haben, wie es der Martin sagt. Du musst jetzt eigentlich schon, ich weiß auch nicht mehr, also ich weiß nur, dass Usun, dass die Frankfurter sich sehr weit aus dem Fenster lehnen oder was einfach untypisch für die Branche, einfach schon sagen, ja, das schaut sehr wahrscheinlich, spielt er bei uns aus Nürnberg. Olaf Reppe sagt, da ist überhaupt nichts klar mit uns. Also ich habe gesagt, da geht es halt um die Ablöse. Also ich schätze mal, dass dass Brown mit den Handschlagen gesagt hat, ja, ihr habt mich überzeugt, ich würde gern zu euch kommen. Jetzt geht es um die Ablöse. Und ich meine, wenn Usun und Castrop ein ähnliches Halbjahr hinlegen wie jetzt das Zurückliegende, dann ist davon auszugehen, dass die nicht zu halten sind. Ich meine, mich hat es ja, der Martin hat Kamin im Sommer auch immer schon gesagt, der Castrop wird weg sein. Und ich meine, es war ja auch ein Angebot da, das war dem Club nur deutlich zu wenig. Die wollten 800.000 irgendwie für Castrop zahlen. Oder was ich ja bis heute auch einfach nicht verstehe, wieso die Kölner diese Rückoption nicht gezogen haben. Club, wie gesagt, war ja die Ausleihe, ist ausgelaufen. Der Club hat eine Kaufoption gehabt, ungefähr 450. Und Köln hätte das kontern können, indem sie, glaube ich, das, was der Club zahlt, nochmal draufpackt, also verdoppeln praktisch, hätten sie ihn zurückholen können. Das verstehe ich nicht, auch wenn man jetzt Köln in der Bundesliga sieht, die einen Sparkurs machen müssen, auch wenn man nicht weiß, schafft er den Sprung, aber sie hätten letztendlich 450.000 Euro ungefähr ausgeben müssen für so einen Spieler, der ja doch ohne so ein Potenzial hat und so viel Hoffnung weg, habe ich jetzt nicht verstanden. Wobei man auch sagen muss, er hat in dem Jahr, ja auch in der Saison, nochmal einen Sprung gemacht. Weil ich fand jetzt so vor allem was er nach vorne macht, seine Torgefährlichkeit, das ist jetzt in dem Jahr nochmal ein Tick mehr als letztes Jahr. Auch natürlich, weil der Club jetzt nochmal anders Fußball spielt und auch die ganze Mannschaft mehr nach vorne spielt und auch einen anderen Spielstil pflegt. Aber da kommt er natürlich noch besser zur Geltung. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die beiden weg sind und ich schätze mal, die Clubverantwortlichen werden das auch im Hinterkopf haben und werden vielleicht auch schon jetzt den einen oder anderen oder schon den einen oder anderen Transfer eintüten oder vielleicht auch wieder einen anderen jungen Guten finden. Ich erinnere Castrop damals, der kam ja auch im Winter schon als Vorgriff. Da war der Tom Kraus noch da.
als Sechser, wo auch klar war, wenn die Leihe endet mit Leipzig, dann wird er nicht zu halten sein. Der Club hat zwar versucht, die Leihe zu verlängern, er ging dann auf Schalke, aber auch da wurde er Castrop im Winter schon geholt, als Vorgriff auf den Sommer. Kann gut sein, dass der Club auch jetzt da wieder unterwegs ist und schaut, wer hat Potenzial, wer könnte uns da, könnte in eine ähnliche Rolle schlüpfen wie in Castrop jetzt im Sommer dann. Martin, 8 Millionen geschätzter Marktwert von Usun mittlerweile, soll man ihn so schnell wie möglich verkaufen und für das Geld ein paar Spieler holen, die dann den Club so schnell wie möglich mal wieder Richtung Tabellenspitze bringen, weil auch aus finanzieller Sicht, ohne jetzt hier Druck machen zu wollen, aber irgendwo spielt die Musik in der ersten Fußball-Bundesliga und da wünschen sich die Fans ja den ersten FC Nürnberg und so wie es im Moment zumindest ausschaut, seit ein paar Jahren spielen wir da keine Rolle in der zweiten Fußball-Bundesliga. Da gibt es ganz, ganz andere Vereine, die die Ambition haben, da aufzusteigen. Also was muss der Club denn machen, um das, was wir uns alle wünschen, zumindest mal wieder da oben an die Tür anzuklopfen. Denn mit Spieler verkaufen alleine und dann irgendwie von unten wieder auffrischen und wieder Spieler auszubilden, die dann wieder irgendwo hinwechseln zu irgendwelchen Vereinen. Und mittlerweile sind es ja nicht mehr die großen, die vermeintlich großen Vereine, die die Spieler vom 1. FC Nürnberg wegholen, sondern es sind Vereine, wo man sagt, okay, die hätten vor 5, 6, 7 Jahren die Möglichkeit nicht gehabt. Also die entwickeln sich ja auch in eine Richtung, wo die dann auf einmal Kohle haben und auch Spieler transferieren können und holen können vom 1. FC Nürnberg. Was muss der Club machen, um da mal wieder hinzukommen? Nicht jetzt unbedingt große Transfers tätigen zu können, aber eben die Mannschaft zusammenzuhalten und dann eben auch nach und nach wieder da nach oben zu rutschen in der Tabelle. Und da müssen wir doch hin. Ja, das ist ja relativ einfach. Um nach oben zu rutschen, müssen sie 68 Punkte holen, dann steigen sie auf. Das ist relativ einfach. Aber natürlich das Spielermaterial halten ist natürlich schwierig. Aber jetzt sind wir doch mal, wir haben jetzt 2, 3 Jahre immer ein bisschen zu nörgeln gehabt, zu schimpfen gehabt, weil es nicht so gut gelaufen ist. Jetzt sind wir ja auf dem richtigen Weg. Jetzt kann man ja schauen, wenn man vielleicht mit diesen Verkäufen wieder Geld einnimmt, dass man dann trotzdem junge, hungrige Spieler holt und die dann weiter aufbaut und dann halt auch dort mal in, wie gesagt, Topspieler, eine gute Mischung zwischen erwachsenen Topspielern der zweiten Liga und guten jungen Spielern irgendwann eine Mannschaft finden, die diese 68 Punkte holt. Aber im Grunde genommen wird der Club weiterhin in den nächsten Jahren erstmal genau dieses Konzept fahren müssen, um diesen Schuldenberg abzuarbeiten. Und das ist einfach so ein Ding, wo der Verein jetzt einfach noch weiter dran arbeitet. Ich finde, die haben es jetzt in dem letzten Jahr ordentlich gemacht. Und das sieht doch auch sehr gut aus. Sie spielen tollen Fußball. Fiel hat sich super entwickelt, hat die Mannschaft gut in den Griff bekommen. Die zweite Mannschaft funktioniert. In dem Jugendbereich ist es wesentlich besser geworden in den letzten Jahren. Und ich finde, jetzt sind wir ja auf einem guten Weg und jetzt sollten wir das auch versuchen, weiter auch zu fördern. Auch wir hier in den Medien dann positiv zu sein. Jetzt nehmen wir das halbe Jahr mal oder das Jahr, dass es gut war. Wir hatten vorher wirklich 2, 3 schlechte Jahre. Genießen wir das und hoffen einfach, dass die Leute im Hintergrund gut arbeiten und auch wieder neue Talente fürs nächste Jahr finden und dass die Mannschaft einfach auf diesem Niveau erstmal bleibt, sich stabilisiert und irgendwann wird es dann so einen Schritt geben, wo man dann sagt, jetzt sind wir auf einmal wieder dran, sind wir unter den ersten 5 und dann wird man diesen Schritt machen und dann gibt es auf einmal auch wesentlich mehr Geld vom Fernsehen, von hier, von dort, von Werbung. Und dann wird sich der Verein auch erholen. Aber wie gesagt, das ist ein langer, zäher Weg und den muss man einfach gehen. Bist du da bei Martin, Chris? Ja, ich meine, das haben wir ja schon, es kann in der zweiten Liga, nehmen wir mal St. Pauli, die ja, jetzt muss man sagen, ist ja Kiel Herbstmeister geworden, aber eigentlich jeder Trainer, mit dem, der sagt ja, der Trainer von Fürth, Alexander Zorniger, hat mal gesagt, es gibt eine Mannschaft, die rausragt, das ist St. Pauli, weil die sehr konstant ständig wieder die Leistungen abruft und alles andere sind Herausforderer. Das heißt also, was wir auch schon mal gesagt haben, Tagesform, Spielglück ist ja auch im Fußball auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, dass bei dir der Ball eben vielleicht Innenpfosten und raus und beim anderen geht er rein und das ist auch umgekehrt. Ich sage jetzt mal, wenn der Club
in der 61. Minute gegen den HSV in Führung geht, glaube ich, wäre der Club als Sieger vom Platz gegangen. Also es sind ja, wir reden über Zentimeter und sowas. Aber sonst, ja, bei Martin, du musst Geduld haben, du musst aufbauen. Also es wäre zum Beispiel jetzt auch völlig verkehrt, wenn du das Geld hernimmst, das du einnimmst und jetzt in irgendwelche, sag ich mal, wo du sagst, boah, na, der ist jetzt so in Namen investierst, sondern es muss auch immer, die müssen Potenzial haben. Du kannst auch ein, zwei, die dieser Mannschaft in der Breite vielleicht einen guten Mittelfeldspieler nochmal, der vielleicht die Mannschaft führt, in der Abwehr noch einer, aber ansonsten, St. Pauli ist auch, jetzt wenn du rein die individuelle Klasse vom Kader annimmst, stehen die auch nicht über den anderen. Aber sie haben es einfach, sie haben ein Konzept gehabt, sie sind zusammengewachsen, hatten natürlich auch ein Stück weit einen Lauf, den haben sie jetzt in den letzten 4 Spielen nicht mehr gehabt, haben sie auch Vorsprung, immer wieder einen Vorsprung verspielt und sind plötzlich nicht mehr Erster. Also auch die, nur diese vermeintliche Übermannschaft, wo alle gesagt haben, boah, beeindruckend, wie die spielen, das sind mit Abstand die beste Mannschaft. Das sieht man auch, wie schnell das mal wieder kippen kann. Die waren jetzt immer noch gut, aber jetzt bleiben die Ergebnisse aus. Und im Fußball ist immer so, wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann fängst du auch als Spieler an zu denken, weil es ist einfach der Ergebnissport. Und ob die jetzt, auch die müssen jetzt dann aus der Winterpause, müssen dann auch wieder mal einen Dreier machen, um einfach wieder ihr Selbstverständnis zu finden, um ihr Spiel so aufziehen zu können. Auch das, vor 3, 4 Wochen hätte ich noch gesagt, ne, das ist der sichere Aufsteiger. Wenn man jetzt hinschaut, ja, bin ich mir gar nicht so sicher. Und wie es der Martin ja auch gesagt hat, Kiel, der Club hat in Kiel ein sehr starkes Spiel gemacht und hat souverän gewonnen an dem Tag. Ich meine, da waren auch ein paar wackelige Dinge drin, aber im Endeffekt war das ein souveräner Sieg. Und es zeigt doch, wie eng das alles zusammenhängt. Allerdings auch muss man aufpassen nach unten. Das geht auch rucki zuck, ne? Das man auch nicht vergessen. Martin, wäre es denn nicht mal eine Option? Ich meine, dass jetzt ein Usun, ein Castrop, ein Braun und der ein oder andere sind ja nicht nur die drei, also es sind ja schon Spieler, die beim ersten FC Nürnberg Woche für Woche super Leistung abrufen, wo man ja im Vorfeld auch nicht gewusst hat, dass so ein Usun jetzt so explodiert und dass da auf einmal ein Marktwert von 8 Millionen da ist. Also wäre das jetzt mal nur mal so, jetzt mal gemutmaßt oder einfach mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Jetzt hätten die Spieler sich nicht so entwickelt und würden dem ersten FC in Nürnberg nicht so viel Kohle bringen, wenn man sie verkauft. Die Nachfrage wäre nicht da und du müsstest ja dann irgendwie den ersten FC Nürnberg trotz alledem über Wasser halten, dass eine Lizenz gibt und dass dann eben auch die Saison gespielt werden kann. So, jetzt sind wir in dem glücklichen Umstand mit dem ersten FC Nürnberg, dass es Spiele gibt, die Geld bringen. Aber was wäre denn jetzt, wenn man eine neue Strategie, einen neuen Weg einschlägt und sagt, wir geben die Spiele aber nicht ab, die haben Vertrag und unser Ziel ist es, jetzt gar nicht kurzfristig sagen, aber so schnell wie möglich wieder ran zu schnuppern an die erste Fußball-Bundesliga, weil da müssen wir hin, da wollen wir hin, da wird das Geld verdienen und so weiter. Also diese Spieler werden nicht verkauft, sondern wir wollen mit diesen Spielern und vielleicht sogar noch mit dem einen oder anderen, den wir nachziehen, von unten oder vielleicht transferieren, keine Ahnung, wie das gemacht wird. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wir wollen den Weg gehen, wir wollen mit dem Club wieder hoch und wollen jetzt nicht Spieler verkaufen. Was hältst du denn von dem Weg? Ja, aber ich glaube, dann müssen wir ganz tief in die Vereinsgründe gehen, weil dann müssen wir ans Sparschwein gehen und das ist das Clubgelände. Und ich finde, das ist etwas, was man ist für mich unantastbar eigentlich, dass man Teile des Clubgeländes verkaufen würde. Das ist ja irgendwie jetzt erlaubt oder wie auch oder freigegeben. Ich finde, das ist aber der allerletzte Schritt, um diesen Verein zu retten. Das sollte man doch nicht oder schleunigst oder unterlassen. Das ist für mich das Tafelsilber, unser Clubgelände. Ich glaube nicht, dass das der Weg wäre, jetzt um Geld reinzuholen. Aber muss noch mal kurz drauf eingehen, Martin. Wenn jetzt diese Spieler diesen Marktwert nicht hätten, weil sie die Leistung nicht abrufen, also wenn jetzt ein Usun und ein Braun und ein Castrop und so weiter nicht so viel Geld in die Clubkasse spülen würden, wenn sie wahrscheinlich verkauft werden, ob jetzt in der Winterpause oder dann zum Ende der Saison, wie auch immer, dann wäre ja dieses Geld auch nicht zur Verfügung. Dann müsste der Club ja auch andere Wege gehen. Also könnte man rein, einfach mal hypothetisch darüber nachgedacht, könnte man doch
zumindest mal den Gedanken durchspielen und sagen, okay, wir geben die Spieler nicht ab und wir glauben an die Mannschaft, wir wollen die Mannschaft festigen, wir wollen als Team so viele Spiele wie möglich gewinnen und wollen einfach versuchen, nach und nach da oben raufzukommen. Und dafür braucht man einfach jetzt die Spieler und das Geld muss anderweitig her, wenn denn Gelder zur Verfügung gestellt werden. Natürlich wäre das möglich. Wir können ja jetzt auch einen Brown und einen Usun und einen Castrum halten. Sie haben Verträge. Aber entscheidend ist doch, die Spielervermittler wollen einfach auch Geld verdienen. Ja, die Spieler wollen mehr verdienen. Also wo geben wir das Geld aus? Geben wir den Spielern mehr Geld, verlängern die Verträge nochmal, lassen die Spielervermittler sagen, ihr stänkert ein bisschen in der Kabine, die Truppe wird schlechter, dadurch, dass schlechte Stimmung ist. Der Spieler ist unzufrieden, der Spieler ist unzufrieden. Also das ist alles so ein typischer Kreislauf im Fußball. Wenn Spieler jetzt ein Angebot aus der ersten Liga hat, möchte der auch in die erste Liga, dann möchte er nicht, vielleicht nicht unbedingt weiter beim ersten FC Nürnberg spielen, auch wenn er einen Vertrag hat. Er kann in der ersten Liga dann mehr verdienen. Er spielt vielleicht international, wenn er jetzt nach Frankfurt geht. Jetzt bleiben wir mal bei Brown, das ist ja das heißeste Gerücht. Ne? Der möchte vielleicht dann auch mal international spielen oder erste Liga spielen. Das kann man den Jungs ja auch nicht verwehren. Und wenn ihm die Chance Ja, aber genommen der Junge wird, ist ist er 19, vielleicht. Martin, der Junge ist, sorry, wenn ich ans Wort falle, der ist 19 Jahre, der kann ja gerne erste Liga, Champions League, was auch immer spielen. Aber das muss doch nicht jetzt, das kann auch in ein, zwei Jahren passieren. Ja, und was soll der Spielervermittler machen? Der will auch Geld Ja, verdienen. der interessiert aber uns ja als Fans nicht Ja, oder der als erste interessiert FC den Club Nürnberg nicht. nicht. Ja, aber du weißt doch genau, wie Spielervermittler Einfluss auf die Jungs haben. Dann spielt er auf einmal schlecht, dann ist er schlecht gelaunt, dann hat er andere Dinge im Kopf und hier und da. Es ist immer schwierig. Es ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Das ist schwierig für einen Verein, für den Spieler schwierig, für den Berater schwierig. Es ist für alle schwierig. Und du musst versuchen, eine gute Harmonie in der Kabine zu haben. Und wenn du drei Spieler jetzt hältst, die eigentlich weg wollen, hast du schlechte Stimmung, das funktioniert nicht. Also damit muss man immer rechnen. Da muss man immer hoffen, dass man so viel Geld wie möglich für diese Spieler dann bekommt. Ja, und dann muss man sie ziehen lassen. Man kann ja trotzdem im Guten auseinandergehen. Aber ich glaube, dass es ein großes Problem gibt, auf Gewaltspieler zu halten, die dann mit schlechter Laune zum Training kommen, die schlechter spielen, sich nicht mehr so engagieren, oh, und hier und sich langweilen. Und sich einfach betrogen fühlen vom Verein, obwohl das gar nicht so ist. Aber man weiß ja, wie man das ist. Dann ist man manchmal beleidigt und hier. Das funktioniert nicht. Deswegen muss man immer eine gute Lösung finden. Vielleicht gibt man einen Spieler ab oder zwei, hat mehr Geld, kann den Spieler, der eigentlich weg will, etwas mehr bezahlen mit einer Ausstiegsklausel, wenn es im nächsten Jahr nicht besser wird oder wir nicht aufsteigen. Es gibt ja ganz viele Dinge, die man vertraglich regeln kann. Aber ich glaube nicht, auf Gewalt jetzt zu sagen, diese drei Spieler sind unverkäuflich, die bleiben hier, das wird nicht funktionieren in keinem Verein der Welt. Siehst du das auch so, Chris, oder? Ja, also was du so, das liest sich auf dem Papier ganz schnell, deine Idee, aber die ist halt einfach, ja, das ist, jetzt sage ich mal, das ist Phantasialand. Weil du musst ja auch sagen, wer garantiert dir denn, dass du mit den dreien aufsteigst? Also ich meine, wir hatten ja Beispiele in Nürnberg. Also ich muss ehrlich sagen, als Fan sogar, musst du eigentlich sogar sagen, ja, wenn da das Angebot kommt, das entsprechende ist, dann muss der Verein das machen. Auch im Sinne des Vereins. Das heißt ja immer, der FCN steht über allem. Und wir haben Schuranov zum Beispiel, wie der das erste halbe Jahr seine sechs Tore, wie der im Strafraum, wie der geknipst hat. Ja, da hast du gedacht, okay, den kannst du auch mal in, der wird, was ist der in ein, zwei Jahren wert? Ja, ich sage jetzt nicht, dass das bei den anderen, dass die jetzt in eine Delle reinfallen, aber es auszuschließen ist es auch nicht. Also bei Schuranov haben alle Experten gesagt, das ist in dem Jahrgang in Deutschland der Spieler mit der besten Abschlusstechnik oder mit der besten Qualität in der Box. Jetzt sucht man ja im Fußball, wo es immer enger wird, immer schneller, sucht man solche Spieler, die in der Box diese Qualität haben, die Dinger reinzuhauen. Aber er hat halt irgendwie, es ging dann nicht mehr weiter. Oder ein Usun oder irgendeiner, also um Gottes Willen, keinem Wunsch. Aber ich sage, so musst du es als Verein sehen, der kann sich auch mal verletzen. Also das Wohl und Weh an ein, zwei Spielern festzumachen und sagen, mit denen steigen wir dann auf, das funktioniert nicht. Und finanziell wäre es überhaupt nicht machbar. Also der Club hat ja jetzt schon, also der Aufsichtsrat hat
bei der Werkstatt, genau, fand ich ja, die haben dem Club attestiert, 300.000 Euro Gewinn. Das hat sich ja erstmal nicht angehört, aber wenn du hinter die Zahlen schaust, war das ja alles andere. Allein dieser Kredit, der gestundet worden ist, der dann plötzlich als Gewinn wieder auf der Bilanz auftauchen konnte. Also das, ja, das, ich meine, das ist normal, das ist in der Finanzwelt, ist es so. Der Normalmensch versteht es nicht, aber ja, das ist, und der Aufsichtsrat hat gesagt, sie sehen ein strukturelles Ausgabenproblem beim 1. FC Nürnberg. Also du kannst, wo willst du das Geld hernehmen? Und wie der Martin sagt, du kannst auch die Plätze, die werden irgendwann, wird ein Teil davon verkauft, wenn das Stadionprojekt realisiert wird. Und da ist eine Zustimmung nicht unbedingt notwendig, glaube ich, aber jedes Präsidium oder jeder Vorstand wird mit Sicherheit die Clubfans befragen, wenn sie Plätze verkaufen wollen. Und ich glaube, die Clubmitglieder werden mitgehen, wenn es heißt, schaut her, wir haben da dieses Stadionprojekt, das bringt so und so viel sagen. Aber die zu verkaufen, um zu sagen, jetzt haben wir dann das Geld, um 3, 4 Spieler zu halten, vielleicht noch einen zu holen und dann steigen wir nächste Saison auf. Also ich glaube, da würde nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit entstehen bei den Fans, weil alle sagen, das ist eben nicht so einfach planbar. Ich erinnere mich, Chris, wie der Club abgestiegen ist oder wie es dann darum ging, dass der Club absteigt. Da hat es geheißen, Abstieg wäre katastrophal. Das kostet dem 1. FC Nürnberg ein Jahr zweite Liga um die 20 Millionen Euro. Dann hieß es zum Ende der Saison, aber wenn der Club nicht aufsteigt und wir sind weiteres Jahr in der zweiten Fußball-Bundesliga, dann wird es ganz schwer für den Club, das zu stemmen. Wie viele Jahre sind wir jetzt in der zweiten Fußball-Bundesliga? Also worauf ich hinaus will, ist, ich bin ja bei euch, aber trotz alledem, dann muss man sich doch aber auch irgendwann von diesem Ziel verabschieden, wieder in die erste Liga hochzugehen, sondern muss sich dann einfach damit arrangieren und sagen, okay, zweite Fußball-Bundesliga, mehr ist nicht drin. Da müssen wir dann froh sein, wenn wir so im Mittelfeld oder vielleicht ein bisschen oberes Tabellendrittel mitspielen, aber alles andere darüber hinaus mal wieder in die erste Fußball-Bundesliga hochzugehen, ist absolut nicht drin. Und da bin ich nicht bei euch, wenn es dann heißt, ja, wenn da mal alles gut läuft und man hat mal eine gute Phase und alles spielt so ein bisschen schön zusammen und auf einmal bist du in der ersten Liga, da haben wir ja ganz andere Kaliber, die in der zweiten Fußball-Bundesliga da oben rumspielen und vor allem, es kommen ja jedes Jahr wieder von der ersten Liga Vereine runter, die es halt besser machen wie der Club, die dann relativ schnell auch wieder hochgehen. Schauen wir, wie lange der HSV da jetzt rumtümpelt, mit welchen Möglichkeiten der HSV im Vergleich zum 1. FC Nürnberg versucht, da wieder aufzusteigen. Also wenn es die nicht schaffen, wie soll es denn dann der Club schaffen, wenn er die 2, 3 Spieler jedes Jahr zum Glück, die sich rauskristallisieren und die die Ausnahme gegenüber den anderen Spielern darstellen, letztendlich dann den Verein wieder verlassen und du fängst wieder von Neuem an? Der Club, als er abgestiegen ist, es war keine Katastrophe, sondern der Club hat bewusst gesagt, wir wollen uns konsolidieren in der ersten Liga und nehmen eventuell auch den Abstieg in Kauf. Was nur bitter war, dass in dem Jahr halt 2, 3 Arrivierte so schlecht waren, dass der Club die Klasse auch mit dem Kader eventuell hätte halten können, wenn nicht so viele Fehler gemacht worden wären, ganz oben in der Spitze. Aber es war einkalkuliert, es war das Thema, wir gesunden. Und weil du sagst, 20 Millionen, das kostet ein Zweitliga-Jahr nicht. Dem Club hat es über 20 gekostet, weil sie eben diese Generalsanierung, den Kader von rechts nach links mit Palikutscher, was da alles passiert ist, das ging halt völlig in die Hose. Und deshalb, wenn man alles zusammenzählt mit Abfindungen und dem und dem und dem, da bist du auf über 20 Millionen. Und ich meine, dann dürfte, weil du sagst, ne, die anderen, du musst dir das Ziel als 1. FC Nürnberg setzen. Du dürfst halt nur nicht sagen, wir mit der Brechstange. Natürlich wird die 1. Liga immer das Ziel sein. Muss es, da bin ich so bei Martin Bader auch, das Ziel vom 1. FC Nürnberg mit über 30.000 Zuschauern muss es sein. Aber du musst halt auch die Geduld haben und aufbauen. Und du brauchst dann an der einen Saison eben auch das Quäntchen Glück. Und schau dir die Absteiger an.
weil du sagst, ne, die steigen dann immer hoch. Wenn das so einfach wäre, der HSV, die haben jedes Mal, jetzt hat der Club ja schon einen ganz ordentlichen Etat, aber was der HSV in den letzten, ist jetzt seit fünfte Saison, was haben die alles, was haben die für einen riesen Etat und schaffen es nicht? Aber daraufhin will ich ja hinaus, wenn es der HSV nicht schafft mit dem Etat, mit den Möglichkeiten. Ja, und wieso heißt denn der Club schaffen jemals? Ja, und wieso schafft es Heidenheim? Heidenheim hat letzte Saison einen kleineren Etat gehabt als der FC Nürnberg und sind aufgestiegen. Auch da natürlich muss man sagen, da hat eben auch in der Saison alles zusammengepasst. Aber du kannst, es gibt genügend Beispiele und die einzigen, die tatsächlich mal sofort wieder hoch sind, war vor 2, 3 Jahren war Schalke und Werder im Doppelpack dann am Schluss. Also weil die es so durchgezogen haben. Aber in dem Jahr, also Hertha noch aufsteigt, sehe ich jetzt mal, wird schwierig. Die kommen zwar so langsam in die Spur, aber es wird, glaube ich, sehr, sehr schwer für die. Und ja, HSV, vielleicht, es ist ja auch ein Zweitligist, muss sagen, ich spiele jetzt ihr fünfte Saison, weil du sagst, ja, der Club, was ist er denn jetzt? Der Club spielt so, in den letzten 10 Jahren spielt er 9 Jahre in der zweiten Liga. Ist ein Zweitligist. Und wenn man alle Durchschnittswerte annimmt, dann spielt er sogar, ist ein mittelmäßiger Zweitligist, sportlich gesehen. Mit einem riesen Umfeld, mit einer riesen Tradition. Und da musst du sagen, baue ich halt Stück für Stück auf, dass ich irgendwann mal wieder in der Bundesliga bin. Also so, du kannst dich jetzt nicht hinstellen und sagen, okay, ja, jetzt verlieren wir im Sommer wieder 3 und wir sind jetzt 10. Ah ja, in den nächsten Jahren, wir werden immer nur 6., 7., 8. Ja, das ist ja nicht der Kern, das auch überhaupt im Sport. Ich meine, Elversberg könnte es nicht sagen. Heidenheim hat ja auch regelmäßig die 1, 2, 3 Besten verkauft und sind trotzdem aufgestiegen. Weil man irgendwann ein Konzept hatte und es in der die Mannschaft so stark wurde, nicht mit den besten Einzelspielern, sondern mit der besten Truppe der zweiten Liga. Ja, weil es einfach ein Team war und da müssen wir hinkommen. Und da werden wir auch wieder hinkommen. Und ich möchte zu dieser Saison mal sagen, hier ist noch gar keiner aufgestiegen. Die 3, die jetzt da oben sind, mit 35 Punkten ist zur Hälfte noch keiner unbedingt aufgestiegen. Da hat es noch viele hingerafft. Wir wissen, St. Pauli war letztes Jahr, glaube ich, auch zur Halbserie Erster und kam aus der. Was waren die? Vor 2 Jahren war das. Vor 2 Jahren und sind dann, glaube ich, in die Rückrunde gestartet und es hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Ne? Also, ich kann mich daran erinnern, wir sind damals locker aufgestiegen, aber da hatten wir schon zum Winter über 40 Punkte. Dann hast du so viel Abstand zu den anderen, dass du dann auch mal ein bisschen schläfrig aus der Winterpause kommen kannst. Aber nochmal, mit diesen 35, 33, 31 Punkten, von denen ist noch keiner aufgestiegen. Und da werden noch einige kommen und einige auch wieder rausfallen aus den ersten 5. Also da wird es noch einige Überraschungen geben. Ja, liebe Clubfans, ihr seht, Martin und Christi sind einer Meinung, sehr, sehr positiv gestimmt, was den ersten FC Nürnberg angeht. Also dann lasse ich mich da natürlich auch anstecken und überraschen, wenn es denn dann irgendwann mal wieder nach oben geht. Jetzt bin ich 56, hoffentlich erlebe ich das noch, aber drück alle Daumen. Und wie gesagt, wenn Martin und Christa positiv sind, dann lasse ich mich da gerne mitnehmen. Noch eine Frage zum Torwart. Zum Ersatztorwart. Martenia hat ja verletzungsbedingt gegen den HSV passen müssen und Klaus war im Tor. Hat er richtig gut gemacht, oder Martin? Ja, ich muss sagen, er hat ja auch die Spiele bei der letzten Verletzungsphase von Martenia sehr gut gehalten. Und dann gab es jetzt hier diese typischen Dinge, ob er arrogant ist und hin und her. Also, dass ich jetzt schon einen Torwart dann dafür erklären muss, wie er sich bewegt, ob er am Ball 3-mal hin und her stoppt, ob er auch gar. Also ganz ehrlich, da gibt es manchmal Dinge, die ich im Leben auch nicht verstehe oder im Fußballer-Dasein. Ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Immer wenn er reinkommt, hält er ordentlich. Ob er jetzt ein bisschen mit dem Ball am Fuß ein bisschen mehr dattelt oder seine Bewegungen etwas anders sind, ist mir völlig egal. Ich finde, er macht seine Sache sehr, sehr gut, wenn er reinkommt. Er nörgelt nicht. Er beschwert sich nicht, dass er meistens die Nummer 2 ist. Ich finde, das gehört auch mal dazu, dass man sagt, dass er es sehr, sehr gut macht. Sehr gute Nummer 2. Und ich denke, ja, im Winter wird er wieder angreifen. Er wird versuchen, Martenia zu verdrängen. Ob er es schafft oder nicht, ist egal.
es wird so bleiben. Wenn sich einer für die Nummer 1 empfiehlt, wird er Nummer 1 werden. Aber ich finde, wenn er reinkommt, ist er da und leistet auch seinen Beitrag. Martin, gib doch mal so ein bisschen, wie siehst du denn Karl Klaus? Ist das einer, der das Zeug hat zur Nummer 1 beim 1. FC Nürnberg? Martenia geht ja dann auch so langsam ein bisschen ins Rentenalter über, sage ich mal. Will ihn jetzt nicht aus dem Tor raus diskutieren, aber rein einfach mal so, sind wir da auf der Ersatztorhüterposition gut aufgestellt? Also ich denke, als Ersatztorhüter im Moment macht er einen guten Job, kommt rein, ist sofort da, ist aktiv. Ob er wirklich ein guter ist, es ist für mich als Spieler schon schwer, Spieler zu beurteilen. Aber jetzt dann auch noch einen Torhüter zu beurteilen, die immer ganz besondere Menschen in einer Mannschaft sind, ja, die auch ein bisschen anders ticken, ein bisschen anders denken und die natürlich jetzt auch in dieser Umstellung mit dem Torwartspiel sich völlig anders verhalten müssen. Wir sehen ja manchmal ganz kuriose Tore, dadurch, dass der Torwart viel mehr involviert ist. Wenn er nicht ballsicher ist, gibt es Schwierigkeiten. Ich finde, er ist am Ball auch noch ganz ordentlich. Er macht das ganz vernünftig. Wie gesagt, er ist mit Sicherheit auf einem guten Weg. Ob er jetzt wirklich die Nummer 1 werden kann, weiß ich nicht. Das muss jemand beurteilen, der tagtäglich mit ihm arbeitet. Lasst uns noch ein Wort über unseren Trainer, über Christian Fiehl sprechen. Wenn du jetzt mal so die Hinrunde dir anschaust und ihn so ein bisschen an der Seitenlinie verfolgst, ja, und auch die Resultate, wo der Club da im Moment so steht, passt das beim 1. FC Nürnberg mit Fiello? Martin? Ja, ich denke, dass er sich, nachdem er ja schon einmal einen Versuch gemacht hat im Profifußball, wo es dann nicht so hundertprozentig geklappt hat, hat er den Mut gehabt, zwei Schritte zurückzugehen, nochmal in den Amateurbereich, eine zweite Mannschaft zu machen und hat sich da dann, glaube ich, wahnsinnig weiterentwickelt. Und wenn man jetzt sieht, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat, wie er Fußball spielen lässt, er lässt sich nicht nach einer Niederlage von seinem Konzept abbringen. Also ich finde, er macht das sehr, sehr gut, hat eine super Entwicklung auch als Trainer genommen und die versucht er sensationell weiterzugeben an die Spieler. Und wie gesagt, ich bin mit diesem halben Jahr jetzt sensationell zufrieden, was die Truppe da macht. Chris, deine Meinung zu Fiello? Ja, ähnlich. Ich kann es allerdings nicht beurteilen, ob er sich wirklich so gut entwickelt hat oder ob das nicht einfach, weil ich glaube, so das Grundlegende oder das Wichtige für einen Trainer, das hast du oder das hast du nicht. Ich glaube, das hat er auch schon in Dresden gehabt. Sicherlich sein Umgang mit anderen Sachen, da wird er einfach dazugelernt haben, das eine oder andere etwas gelassener sein. Auch wenn es mal nicht so läuft, das ist ja eigentlich immer auch das Schwierigste für einen Trainer mit, wie gehe ich mit der Mannschaft um, auch dann natürlich für einen Profifußballtrainer, auch das Umfeld ist natürlich dann plötzlich ganz anders reagiert. Ja, ich meine, seine Arbeit, du siehst, wie er Fußball spielen lassen will, hat er von vornherein gesagt. Du siehst es auf dem Feld und das ist schon mal, sagen wir, das größte Kompliment, das man einem Trainer machen kann. Und es macht ja auch, wir haben die Zuschauerzahlen vorhin schon mal angesprochen. Es macht anscheinend den allermeisten wieder richtig Spaß, den FCN zu verfolgen. Und auch deswegen macht er einfach einen richtig guten Job. Ja. Und ich meine, so eine Sache zu. Also, ich sehe beim Torhüter, ich sehe es wieder Martin. Ich würde auch sagen: Naja, das muss der Torwarttrainer, aber wenn ich die beurteilen, der tagtäglich mit ihm arbeitet, aber wenn ich die Hinrunde mit Martenia, der sich übrigens schön bedanken wird bei dir und wahrscheinlich dir noch einen Lebkuchen schenken wird, wenn du ihn schon ins Rentenalter schickst mit 31. Fußballrentenalter natürlich. Ja, ja. Der wird sich sehr freuen, wenn er das hört, einen 31-Jährigen als Rentner zu bezeichnen. Oder das nur am Rande. Aber ja, also wenn ich das Halbjahr sehe, muss ich sagen, das könnte eine ganz enge Kiste werden jetzt für die Rückrunde, weil Martina A noch eher als verletztes mal ein Stück weit. Gut, du weißt nie beim Muskelfaserriss, das kann sein, dass der beim Trainingsauftakt vielleicht sogar schon wieder dabei ist. Kann aber auch sein, dass er 2-3 Wochen vom Trainingsauftakt verpassen wird und dann geht es ja schon fast wieder los. Also mir persönlich, wenn ich den jetzt so gesehen habe, von der Ausstrahlung, wie er das macht, auch für die Spielweise, die der Club vorhat und die er betreibt,
sehe ich ihn eigentlich als die Nummer eins im Augenblick an. Ich meine, arrogant, er hat es ja selber aufgebracht. Das war so eine Presserunde, da habe ich gesagt, es ist schon erstaunlich, ich habe ihn als Mr. Cool bezeichnet, weil er steht schon so ziemlich lässig da drin, finde ich. Ne? Da denkst du, okay, das juckt den alles nicht. Und ich meine, das ist ja für eine Mannschaft auch wichtig. Wenn du da hinten einen drin hast, der so völlig cool ist, und er hat auch und seine Spielweise halt, wo er dann wartet auf den Pass, und das sagt er selber, ja, er zockt da auch ein Stück weit, das ist aber auch vom Trainer ja gefordert, dieser Spielaufbau von hinten, und da wartet er halt ein Stück und schaut, dass der gegnerische Stürmer den Schritt auf die Seite macht, dass die Lücke frei wird. Hat auch gesagt, ne, das kann auch mal schief gehen. Aber ich finde so, von der Art, wie er drin steht, fand ich das schon sehr erstaunlich, wie er das macht, also so total routiniert, also abgezockt. Ja, aber bin ich auch bei Martin, das muss das Torwartteam am besten beurteilen, weil es ja auch die Schwierigkeit, sowas dann wirklich Woche für Woche als Torwart abzuliefern, weil es gab es ja auch, dass Ersatztorhüter, die dann einmal reinkamen und immer, wenn sie drin waren, super waren, und dann je länger sie drin waren, das muss der Torwarttrainer beurteilen. Aber wenn ich jetzt rein mal diese Leistungen sehe, weil Martenia hat kein gutes Halbjahr gespielt. Also das ist auf der Linie, ja, hat er ein paar gute Dinge raus, aber beim Mitspielen, hat er auch teilweise etwas Pech gehabt, und ist er auch von der Abwehr mitunter mal auch ein bisschen in den Stich gelassen, weil das muss man sagen, 33 Gegentore, kommt ja auch nicht von ungefähr. Aber ich würde im Augenblick Klaus vor ihm sehen. So, damit machst du dir natürlich jetzt bei Martenia auch keine große Freundschaft auf. Ich winde mich jetzt hier raus, aber nein, tatsächlich, und das kann man ja auch, das weiß man, wenn man unsere Sendung hier verfolgt, und man kann ja auch in der Mediathek nachschauen. Also ich bin eigentlich schon ein Befürworter von Chris Martenia, und da haben wir auch in den letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen. Ich weiß, dass du ihn eher kritisch siehst, was jetzt so die Hinrunde anbelangt, hast du ja auch gerade nochmal untermauert. Also ich denke, mit meinem bisschen Fußball-Sachverstand, den ich habe, mir hat er trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, dass er trotzdem tolle Paraden hat, und für mich ist er die klare Nummer eins. Also ich schicke ihn, weiß Gott, noch nicht in Rente. Aber Klaus hat es gut gemacht gegen den HSV, hat mir wirklich gut gefallen, und ihr wisst, ich stöbe mir ein bisschen so in den sozialen Medien, also da bekommt er auch sehr, sehr viel Zuspruch, und wird auch teilweise gefordert, lasst mal den Klaus im Tor stehen und nimmt Martenia hier raus. Also das wird auf jeden Fall eine spannende Kiste. Und wenn es denn so ist, wie Martin eben auch sagt, dass er vielleicht verletzungsbedingt, beziehungsweise du hast es gerade gesagt, ein bisschen später startet, bin ich mal gespannt, wie der Trainer darauf reagieren wird. Weihnachten steht vor der Tür. Ganz kurz vielleicht noch, Martin, was ist angesagt? Du fährst nach Paderborn. Übrigens, ich habe es vorhin vergessen, beim Aufzählen, da hat der Club auch souverän gewonnen, ne? Ja, das Spiel habe ich mir sogar in Paderborn live angeschaut, und da haben sie wirklich gut gespielt, und Paderborn hat wirklich nicht auf die Kette gebracht, aber auch da haben sie ganz klar das Spiel gemacht. Sie haben da super gespielt, haben super Spielzüge gehabt. Wie gesagt, ich fahre nach Paderborn, da sind die Enkelkinder, das wird ein schönes Weihnachten, es wird ruhig, und ja, dann schauen wir weiter. Chris, was geht ab in Mögeldorf Weihnachten? Naja, in Mögeldorf wird brennen. Du weißt ja, kennst du ja Partymeile Mögeldorf, ja, berühmt, berüchtigt in ganz Nürnberg. Und vor allem auch natürlich nicht nur Nürnberg, sondern der Republik. Okay, aber ihr habt Zeit, so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen, auch ein bisschen runterzukommen. Seid ihr auch beide relativ busy, also die Zeit findet ihr? Ja, doch. Die muss man sich nehmen. Ich denke, die Kinder werden mich fordern, und ich bin dann froh, wenn ich nach ein paar Tagen wieder nach Hause komme und nicht um 6 Uhr aufstehen muss oder um 5:30 mit den Enkelkindern. Na prima. Dann würde ich sagen, schließen wir das Kapitel 1. FC Nürnberg 2023. War für meine Begriffe ein sehr durchwachsenes Jahr, vor allem was die Rückrunde der vergangenen Saison anbelangt hat, war ja alles andere als
Zuckerschlecken für die Clubfans und für den ersten FC Nürnberg. Aber jetzt, ihr habt ja gerade eben auch nochmal bestätigt, die Hinrunde eigentlich ganz sehenswert. Der Club steht gar nicht so schlecht da, hat ein paar tolle Spieler in seinen Reihen, die entweder den Club wieder nach oben bringen, wie es ich mir wünsche, oder dem ersten FC Nürnberg kurz- bis mittelfristig richtig schön Geld reinspielen in die Clubkassen, in die müden Clubkassen. Vielleicht noch ein Wort, Martin, wir hatten da noch nicht drüber gesprochen, fällt mir gerade noch ein, und du hast ja auch kandidiert im letzten Jahr, Rafa Schäfer, hast du natürlich mitbekommen, du warst bei der Jahreshauptversammlung ja auch dabei, und ich denke, du hast auch dein Kreuzchen bei Rafa gemacht. Was sagst du zu dem Ergebnis, zum einen, dass Rafa jetzt im Aufsichtsrat drin ist, zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, und eben, dass Dr. Thomas Gredlein raus ist beim ersten FC Nürnberg. Vielleicht nochmal ganz kurz deine Meinung dazu. Ja, zu Dr. Gredlein muss ich sagen, schade, dass er nicht wiedergewählt worden ist. Er war sehr engagiert. Dass es natürlich mehr sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat gibt, ist wünschenswert. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja, zum neuen Vorsitzenden kann ich nicht so viel sagen. Ich habe nicht viel Kontakt mit ihm, kann da nicht beurteilen, wie er sich da einbringen kann oder wie sich einbringen wird. Aber ich denke, ja, es ist schon alles so in Planung, wie es werden soll. Rafa wird dann in 2 Jahren Sportvorstand. Ne? Müssen nur noch 2, 3 gewählt werden. Dann passt das alles und dann läuft das so, wie es laufen soll. Chris, noch ein Wort dazu? Ja, ist alles, wie gesagt, meine Meinung ist ja... Also... Das Einzige, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat wieder, ohne dass ich jetzt den neuen Vorsitzenden auch irgendwie kenne, aber dass im Vorfeld schon eine Woche, bevor sich der neue Aufsichtsrat getroffen hat, dann schon feststand, wer da, dass er das wird. Also das ist, also finde ich jetzt, ja, sie brechen da wirklich jetzt neue Zeiten Chris, an. Das bin, Chris, bin, wundert dich das wirklich? Das hätte ich dir schon vor einem halben Jahr sagen können, wie das alles ausgeht. Also ich meine, es ist ja nichts einfacher zu lesen als das, was einige Gruppierungen davor haben. Und ne, das ist jetzt leider, und das ist das Einzige, was diesen Verein noch aufhalten kann, sich weiterzuentwickeln. Und da müssen wir ganz klipp und klar sagen, herzlichen Glückwunsch, sollen so weitermachen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ja, ich bin ja auch gespannt, ich will sagen, wie sie sich dann aufstellen, ob sich wer, wie auch gesagt, unabhängig von irgendeiner Person, dass man vielleicht auch den Aufsichtsrat, dass der sich generell ein bisschen anders positioniert, anders aufteilt, vielleicht kommt das alles noch. Aber für mich war es jetzt ein bisschen Neuanfang mit einem Mann, der ja nachweislich ein Fan des alten Vorsitzenden war und sagt, mit riesen Fußstapfen, ja, wie gesagt, der engagiert und so weiter, ganz klar, aber der Aufsichtsrat, und das beziehe ich jetzt eben nicht nur auf den Dr. Thomas Gredlein, hat auch viele Dinge eben nicht so gemacht, die, wo man auch mal sagen könnte, okay, war nicht so toll, aber unter einem Neuanfang, muss ich sagen, habe ich mir ein bisschen zunächst mal irgendwas anders vorgestellt, aber ja, vielleicht kommt es ja noch. Spannend auf jeden Fall, ihr sagt es beide ja auch, wird es sein, was im neuen Jahr 2024 steht vor der Tür, auf den ersten FC Nürnberg zukommt. Wir werden dranbleiben, wir werden es beobachten und wir werden darüber diskutieren. Mal schauen, ob der Club dann doch irgendwann mal wieder oben ranschnuppern kann an die oberen Plätze zur ersten Fußball-Bundesliga oder weiter im Mittelfeld der zweiten Fußball-Bundesliga umhertümpelt. Den Clubfans scheint es relativ egal zu sein, denn 30.000, ein guter Schnitt mit 30.000 oder über 30.000 im Max-Morlock-Stadion spricht für sich. Also der Club kommt nach wie vor an und man scheint sich damit arrangiert zu haben, dass die zweite Fußball-Bundesliga im Moment das absolute Maximum für den Club ist, oder die Hoffnung der Clubfans ist, ja, genau wie bei mir, irgendwann muss es ja klappen. Wir werden es auf jeden Fall, wie gesagt, bei den Verfolgen. Euch, liebe Clubfans, ganz, ganz lieben Dank fürs Reinschauen, fürs Unterstützen hier im Clubtalk auf CFTV. Ohne euch wäre das Ganze hier nicht machbar. Das erwähne ich immer wieder und es ist einfach auch so, aber auch ohne meine zwei Experten oder die hier in der Sendung regelmäßig teilnehmen. Martin, wir haben dich wirklich vermisst und bin froh, dass du wieder hier mit an Bord bist. Chris, dir nochmal ganz, ganz lieben Dank für deine Expertise. Immer wieder interessant, deine Meinung zu hören.
hören und bleibt gesund, kommt, habt erstmal schöne Weihnachten und kommt dann gut rüber ins neue Jahr und dann sehen wir uns oder hören wir uns spätestens, ich denke mal, wenn so das Trainingslager am Start ist, wenn wir mal so einen kleinen Beitrag machen und dann drüber berichten, warum welcher Spieler wohin gewechselt ist oder eben auch nicht. Schauen wir mal, hätte Franz gesagt. Und ja, in diesem Sinne, frohe Weihnachten und alles Gute. Servus, ciao, bye bye. Ciao.